Hi, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich heute einen Fashion Haul und alle Sachen, die ich mir gekauft habe, sind auf Sale. Also ich habe mir Sachen im Mango und im H&M gekauft. Das heißt, alles was ich euch zeige, ist aus Mango und H&M, sonst aus keinem anderen Geschäft. Und ich würde sagen, wir fangen an mit H&M. Und ich habe mir zum einen dieses schlichte weiße Top gekauft. Ja, es sieht ziemlich unspektakulär aus, ist halt so weißlich, so ein bisschen cremig, also von der Farbe her. Aber das sitzt ganz gut, ist halt so ein bisschen lockerer und es hat nur 5 Euro gekostet und das kann man wirklich, glaube ich, zu allen möglichen kombinieren. Also weiß passt ja generell zu allen. Und ja, das war von 10 Euro auf 5 Euro reduziert. Als nächstes habe ich mir dann dieses Top hier gekauft, auch aus dem H&M. Und das ist halt so schwarz mit diesen spitzen Dingern hier. Und das war reduziert von 10 Euro auf 5 Euro. Und ich habe das schon noch in einer anderen Farbe, deswegen ist das hier jetzt mein zweites. Und ich stehe mal kurz auf, damit ihr sehen könnt, wie lang das ist. Also ich trage unten drunter nur Leggings, weil, ja, wieso? Als nächstes habe ich mir dann so ein Cocktailkleid gekauft. Also eigentlich total nicht meine Baustelle. Es ist teilweise kurz und ganz ehrlich, ich fühle mich sogar ein bisschen nackt, wenn ich das ohne Strumpfhose trage. Also ganz ehrlich jetzt. Und das ist halt in diesem Blümchen-Muster. Und es ist halt so geschnitten wie die Kleider aus den 60ern. Also es erinnert mich zum Beispiel persönlich an die Kleider, die jetzt Jackie Kennedy getragen hat. Das sind halt meistens kurz und die halt gerade nach unten gehen. Und genau das ist das auch. Und das Problem ist, ich habe es nicht probiert gehabt. Ich habe es halt einfach gekauft, weil die Schlange in den Kabinen, vor den Kabinen riesig war. Und hatte ich da einfach keine Lust. Ich habe es dann einfach nur so mitgenommen. Und das war von 20 Euro auf 10 Euro reduziert. Und das ist wirklich die einzige Sache, die noch das Preisschild dran hat. Weil ich mir eigentlich ein bisschen unsicher bin, wie ich das jetzt so finden soll. Aber ich glaube, ich werde es ja, behalten. Vielleicht kann ich es ja irgendwann einmal tragen und weiß nicht. Schauen wir mal. Nächstes habe ich mir mein Lieblingsstück gekauft. Eines von meinen Lieblingsstücken. Also, ich habe zwei. Und das ist dieser Kimono hier. Der ist auch aus dem H&M und der hat 10 Euro gekostet. Wie gesagt, ein Kimono, Blümchen, schwarz. Der passt auch zu allem. Ich habe das schon getragen. Und ich finde, es sieht so richtig, richtig cool aus. Erinnert mich so ein bisschen so Amerika-mäßig. Und ja, ich weiß auch ungefähr, wie ich das alles tragen werde. Habe ich schon eine Preise über 10 Euro und es war wirklich das einzige noch in meiner Größe. Ja, und ich liebe das. Ich werde das so oft tragen, das weiß ich jetzt schon. Und als letztes aus dem H&M habe ich mir eine Tasche gekauft. Und zwar sieht die so aus. Ist halt so eine schwarze Klatsch mit, ja, mit, wie nennt man das nochmal? Tragetaschen? Ich habe gerade keine Ahnung. Es ist so heiß hier drin. Deswegen habe ich auch diesen hässlichen Dutt auf dem Kopf. Die, glaube ich, war verbilligt von 20 Euro. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die 20 Euro war. Auf 5 Euro. Und das war auch eine von den letzten, die ich noch ergattern konnte. Und ja, ist ziemlich geräumt, ist groß, passt viel rein. Und ja, die werde ich nämlich mal an, auch tragen bis zum geht nicht mehr. Nächstes kommen wir zu Mango. Mango habe ich nicht so viele Sachen gefunden, aber dennoch welche. Hier dieses gestreifte T-Shirt in dieser maritimen Optik. Also erinnert mich immer so ein bisschen an Côte d'Azur, Frankreich. Und das war nicht gerade reduziert, also es war glaube ich 8 Euro und ich habe dann dafür dann 5 Euro bezahlt. Ich frage mich immer, wieso sie dann irgendwie so Sale draufschreiben, wenn das irgendwie noch 2, 3 Euro reduziert ist. Ich verstehe das einfach nicht. Aber sei es drum. Und ja, ich stehe momentan total auf diese Streifen. Und das erinnert mich so ein bisschen an Sommer, an alles wird gut, Strand, Meer, Blau, Himmel, bla bla bla. Also ich finde es toll. Es kann man sicher auch tragen bis zum geht nicht mehr. Also das werde ich austragen, bis es halt Löcher hat, ne? Von Mango habe ich mir endlich High-Waisted Jeans gekauft. Das heißt, High-Waisted Jeans, also bis zur Taille, beziehungsweise die geht mir bis zum Bauchnabel. Und das Gute an der, die ist noch so eine Röhre, also sie ist wirklich eng, eng, eng. Und das Zweitgute daran ist, das Zweitbeste daran ist,
dass sie 50 Euro war und reduziert auf 25 Euro. Und das zweite, nein, das drittbeste ist dann noch, dass die mir sitzt wie angegossen. Also ich habe es versucht im Close-Up zu zeigen, aber es geht halt nicht, weil hier dieser Raum wirklich klein ist und die Kamera halt nicht alles auffangen kann. Und aber die sitzt wirklich wie maßgeschneidert. Also sie ist eng, sie passt perfekt. Mittlerweile haben sich die Mango-Hosen für mich als Lieblingshosenhersteller entwickelt, weil die so super sitzen und die auch nicht so teuer sind. Auch regulär finde ich jetzt, ist es nicht teuer im Vergleich dazu, was ihr bekommt. Also sie sitzt, ups, mein Handy. Sie sitzt wirklich perfekt und ja. Letztes von diesem Fashion Sale Haul habe ich mir eine Tasche gekauft. Und zwar wurde ich ein bisschen inspiriert von Megan Rosette oder Megan Rinks, wie man sie jetzt aussprechen mag. Sie hat vor kurzem so eine Tasche gepostet. Es ist halt eine von Michael Kors. Und ich nehme mal an, die kostet, weiß ich nicht, 200, 300 Euro. Und ich habe so eine ähnliche Mango gefunden. Aber wirklich, die ist ähnlich. Also nicht 1:1, sondern ähnlich. Und die sieht so aus. In dieser Cognac-Farbe und sie ist, wirkt auf den ersten Blick wirklich, also für meine Verhältnisse klein, weil ich trage immer so richtige Shopper, würde ich jetzt sagen. Und, aber da passt wirklich viel rein. Ich habe jetzt schon was hier drin. Und ja, die sieht super aus. Also ich finde, die sieht jetzt teurer aus, als sie ist. Sie war nämlich von, glaube ich, von 20 Euro auf 13 Euro reduziert. Und für 13 Euro fand ich sie wirklich, wirklich schön. Und wie gesagt, sie erinnert mich ein bisschen an die Michael Kors Tasche. Genau in dieser gleichen Farbe, genau ungefähr in dieser gleichen Größe, aber halt viel günstiger, ne? So, das war mein kleiner, aber feiner Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!